So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Einfach Zocken. Heute geht es um das erste Nations League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft, also Deutschland gegen Frankreich. Das ganze Spiel werde ich natürlich auf der deutschen Seite verbringen und euch noch ein bisschen was sagen und meine Einschätzung zum Spiel natürlich abgeben und das Ganze immer wieder in guter Qualität zu kommentieren. Schauen wir erstmal vielleicht ein bisschen auf die Aufstellung, die ich für heute gewählt habe. Das wäre dann vorne der zentrale Stürmer Petersen, Brandt, Reus, im Mittelfeld Groß, Havertz, außen Sané, Kimmich, Tah, Süle, Hector und im Tor Manuel Neuer. Das heißt Boateng und Hummels auf der Bank. Wie gesagt, aber ich finde die Innenverteidigung Tah und Süle einfach richtig spannend. Auch Havertz auf der Sechserposition und Brandt hinter der Sturmspitze, sehr interessant, und würde mir auch einfach wünschen, dass der Jogi einfach ein bisschen durchwechselt. Viele Leute, die WM vielleicht nicht so versaut haben, einfach mal reinwirft. Auch wenn man das Spiel unbedingt gewinnen will. Und da ist das 1:0 für die Franzosen. Dritte Spielminute. Wer war's? Germain? Das Tor sehen wir jetzt nochmal. Ja, wie gesagt. Und da fällt der Abschluss leicht. Lehmann, okay. Lehmann mit den 1:0 für die Franzosen. Will das Ganze natürlich jetzt noch in eine andere Richtung lenken, wo ich eben stehen geblieben, genau. Würde mir das halt einfach wünschen, wie gesagt. Und die Leute, die eine gute Figur gemacht haben bei der WM, wie Julian Brandt, der eigentlich für mich der herausragendste Spieler der WM dann noch war. Und Marco Reus außen. Das wäre schon so meine Wunschkandidatur. Und natürlich auch Sané, der zu Hause gelassen wurde, wo, glaube ich, auch der Jürgen Löw jetzt gesagt hat, dass das auch ein Fehler von ihm war. Und dieser, ja, auf Teufel komm raus, Ballbesitzfußball jetzt, endlich vielleicht auch mal ein Ende zeigt. Und deswegen auch vorne die Sturmspitze mit Petersen, und nicht mehr so falsche Neunmäßig irgendjemand darum am Eiern ist, weil das hat mich eh immer extremst genervt. Also ich brauche da vorne schon mindestens mal einen Stürmer drin. Also wie gesagt, bei der WM hat es ja sogar so eher so gezeigt, dass die Mannschaften mit zwei Stürmern spielen. Aber da ist es für mich eigentlich viel logischer, da zumindest einen vorne drin zu haben. Also ich spiele auch sehr gerne mit zwei Stürmern vorne, aber vor allem einen brauchst du einfach, der da vorne mal einen Kopfball verarbeiten kann oder einfach drauf schießt. So ein richtiger Egoist, der einfach aus allen Lagen drauf schießt. Also finde ich mal ganz schön. So, jetzt hier Reus über die Außen. Gibt die Flanke rein auf Julian Brandt. Da ist das 1:1. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Julian Brandt schießt bzw. köpft zum Ausgleich ein. Hier im Spiel noch mit der Nummer 7. Ab jetzt wird er die Nummer 10 von Mesut Özil übernehmen. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Wobei ich wirklich sagen muss, hervorragender Spieler, Mesut Özil, wird auch auf einen gewissen Teil fehlen. Aber ich glaube, dass man ihn gut ersetzen kann. Dass man gute Spieler hat. Und jetzt Petersen da mit dem Schuss. Und das 1:1 gibt jetzt natürlich ein bisschen mehr Sicherheit. Und 1:0 hier war natürlich sehr unsicher. Aber die Franzosen sind einfach bockstark. Also was die da für eine Qualität in der Mannschaft haben. Wenn Ousmane Dembélé da teilweise bei den Spielen auf der Bank sitzt, dann ist das schon, dann weiß man schon, was die Restqualität des Kaders anbelangt. Oder ich weiß es nicht. Teilweise dann sitzen Kingsley Coman einfach mal auf der Bank. Das ist schon schon eine enorme Dichte, die der Kader da hat. Ansonsten eine Mannschaft, die sehr physisch stark ist und zusätzlich super schnell. Super schnell. Und dann trotzdem, ja, vor allem übers Umschaltspiel kommt. Aber das war ja bei dieser WM eigentlich bei 90% der Mannschaften, dass
dass sie einfach diesen Wert auf Umschaltspiel gelegt haben. So, was schauen wir nochmal rein. Kai Havertz jetzt am Ball, der es sich eigentlich auch verdient hat. Wie gesagt, jeder, der ihn beobachtet, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. 19, glaube ich. Nee, 18. 18 ist er, glaube ich, sogar noch. Und der hat eine unglaubliche Ballsicherheit. Der lässt sich eigentlich von niemandem den Ball abnehmen, obwohl er jetzt auch nicht... Also er ist groß, aber er ist nicht stämmig oder so, sondern er ist, wirkt eher dürr, aber der hat so eine Ballsicherheit. Auf engstem Raum kann der überragende Pässe spielen, also sieht dann auch trotz Druck einfach noch die Positionen, die gerade frei sind und spielt da die Bälle hin. Jetzt gucken wir hier mal auf Leroy Sané, der in die Mitte gibt. Aber auch das wird gut abgefangen von den Franzosen. Und vor allem auf der Sechserposition dann mit einem Toni Kroos. Wäre schon bockstark. Also könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt nicht für immer, aber vor allem jetzt mal für das eine Spiel zum Austesten. Ich weiß, es geht um die Nations League und man sagt ja klar, es gibt dann einen Platz für die EM. Quasi direkt sicher, wenn man sich da gut schlägt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube trotzdem nicht. Ich glaube schon, dass man es ein bisschen ernster nimmt als andere Testspiele ab jetzt. Deswegen finde ich auch den Einsatz der Nations League sinnvoll, um ein bisschen Spannung reinzubekommen. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass es mit so einer krassen Ernsthaftigkeit angefangen wird, wie die UEFA sich das wünscht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Halbzeitdaten. Ein Schuss, Ballbesitz war auch relativ ausgeglichen. Deswegen machen wir direkt mal weiter. Im Takt. Wie gesagt, waren gerade bei der Nations League. Finde es schon spannender so, obwohl ich auch sagen muss, ich gar kein Fan von diesen Länderspielpausen bin. Also man hat wieder zwei Spieltage, man ist gerade mal so ein bisschen im Bundesliga-Modus. Und da hat man wieder diese Woche Pause. Da ist das 2:1 durch Leroy Sané. Schon wieder ein Kopfball. Das wäre mindestens mal eine Zurückholung der alten Stärken von Deutschland. Ich erinnere mich an 2014, an die WM, wo wir eigentlich, jedes zweite Tor war, glaube ich, durch den Standard und dementsprechend dann auch viele Kopfballtore. Das hatten wir eigentlich vollkommen abgelegt, waren sehr harmlos. Natürlich das eine Tor von Toni gegen Schweden, das war natürlich super klasse, aber ansonsten die Ecken waren ja brutalst harmlos gewesen. Und jetzt die Rosané mit dem Kopfball nach der Ecke. Genau, es ging darum, um die Länderspielpausen, die einfach zum falschen Zeitpunkt jetzt kommen. Also nach dem zweiten Spieltag, das nervt ja auch total. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt den Mannschaften dann bringt, wenn man so viele Spiele dann hat in so einem unwichtigen Bereich. Also das nächste Turnier ist 2020, also da brauche ich jetzt nicht unbedingt so viel zu testen. So, also das, zumindest brauche ich dann nicht so alle drei Wochen mal wieder drei Spiele oder so. Also ich finde das total unnötig. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Also wie gesagt, da werden die Spiele auch unnötig belastet mit Verletzungen. Kommt man dann zurück. Das ist natürlich auch das, was man dann immer so ein bisschen blöd findet, so bei den Testspielen. Dann spielen dann, damals waren es immer alle Dortmunder, also heute sind es dann die Hoffenheimer, Leverkusener. Jungs und bei den wichtigen Spielen kommen dann aber die Bayern-Spieler zum Einsatz, aber bei den Testspielen müssen dann die anderen Vereine die Knochen hinhalten, währenddessen dann Bayern-Spieler eher geschont werden. Ja, also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, man führt nur 2:1. Jetzt hier die Außenpositionen. Aber gut. Schon mal abgeschirmt vom Jonathan da. Toni Kroos. Joshua Kimmich, der dem Spiel eigentlich auch richtig gut tut. Na, jetzt mal auf Julian Brandt. Der ist in der gefährlichen Zone. Aber kriegt den Ball nicht in die Mitte. Jetzt kommt mal Leon Goretzka rein, weil ich denke, der hat vorne nochmal eine körperliche Präsenz. Vor allem auch nochmal ein gefährlicheres Kopfballspiel. Szene ist noch nicht vorbei. Sie müssen aufpassen, auch ein sehr, sehr, sehr guter Kicker, Goretzka. Das war auch am Anfang so meine Überlegung, wie tust du jetzt in die Mitte? Hinter der Sturmspitze Goretzka oder Julian Brandt. Also sind beide eigentlich sehr gut geeignet für diese Position, meiner Meinung nach. Vor allem, weil man auf den Außen einfach schon so gute Spieler mit Reus und Sané hat.
Da passt er auf. Kommen sie da nicht mehr so richtig durch. Aber im Moment gelingt es uns zumindest ganz gut, Griezmann. Frankreich im Schach zu lassen. Jetzt sagt man das natürlich. Gutes Doppelpass-Spiel hier. Der Franzosen. Ja, aber jetzt mal schnell nach vorne. Goretzka auf Petersen. Aber ist natürlich ein bisschen alleine. Kann er den schicken? Da ist Sané. Aber kriegen den Ball nicht durch. Ja, vielleicht mal allgemein zum Jogi. Kann ich nur sagen, es ist ein Top-Trainer und bin froh, dass wir ihn in den letzten Jahren hatten. Hätte mir jetzt trotzdem eher gewünscht, dass er einfach mal sagt, komm, jetzt ist Schluss. Das Ganze bauen wir einen neuen Wind. Jetzt gucken wir erstmal auf Petersen, der macht jetzt die Bude, oder? Nein! Der kriegt den Ball da nicht ins Tor. Ja, und was mein größter Kritikpunkt an ihm ist, so einfach dieses Festhalten an Spielern, die einfach seit Jahren nicht mehr diese Leistungen bringen und Leute, die einfach überzeugen, einfach gar keine Chance bekommen, weil dann, Stichwort vielleicht Thomas Müller, der jetzt wieder eigentlich eine gute Leistung bringt, aber 2 Jahre hat man eigentlich relativ wenig von ihm gesehen, also kann man mich jetzt gern verbessern. Ich fand, da gab es andere Kandidaten, er hat trotzdem gut gespielt, gar keine Frage, aber da gab es andere Kandidaten, die für mich meiner Meinung nach mit einer größeren Überzeugung gespielt haben, die dann nicht nominiert worden sind, wo man dann so dachte, okay, der kriegt jetzt ein Nacktbild von Jogi zu Hause oder wie erpresst er ihn, dass er immer wieder reinkommt. Aber gut, ich bin trotzdem gespannt auf die nächste Phase mit dem Jogi. Da sind wir noch letzte Ecke. Auch das zu harmlos anscheinend. Ich denke mal, das Spiel wirklich abgepfiffen. Und es ist aus. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt mit 2:1 gegen Frankreich. Ich denke, damit könnten wir sehr gut leben alle. Ja, wie gesagt, kein krass überzeugendes Spiel, aber zumindest gewonnen. Ich glaube, das wäre auch erstmal das Wichtigste. Aber das muss man natürlich erstmal schaffen gegen den Gegner. Wir gucken mal auf den Topspieler. Das ist Julian Brandt, der vorne wirklich sehr gut als Ballverteiler gewirkt hat. Auch Leroy Sané mit einer sehr guten Bewertung und natürlich Marco Reus, der sehr viele Außenläufe da gemacht haben. Gucken wir vielleicht noch ein paar andere Statistiken. Schüsse aufs Tor. Petersen 2 von 5. Das sieht man halt, wenn man dann so einen guten, gefährlichen Stürmer auch vorne drin hat. Erfolgreiche Pässe. Hier sieht man natürlich, dass Brandt und Sané sich sehr gut ergänzt haben. Sehr viele Pässe gespielt haben. Reus eher der Läufer. Gewonnene Zweikämpfe. Hier sieht man Süle auf jeden Fall mit einer besseren Zweikampfquote als Jonathan Tah. Süle eh so ein Typ, wo ich ganz viel von halte. Wie gesagt, die Tore, dann auch Sané und Brandt. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. An der Leistung würde man dann noch arbeiten können. Ansonsten, ich freue mich aufs Spiel. Gebt eure positive Bewertung ab. Sagt, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich bis zum Spiel gegen Peru und tschüss.